So, Servus. Ja, Modern Horizons 2 ist rausgekommen und ja, ich bin so ein Idiot. Ich habe mir fucking 12 Booster gekauft. Und ja, ich habe, so dumm wie ich bin, schon drei aufgemacht und habe mir gedacht, so die letzten neun filme ich mal. Keine Ahnung, wofür sowas gut sein kann, aber ja, einfach mal machen. Ja, in den drei Boostern, der erste war mega nice. Also kann man es gut sehen, ja. Der erste war echt nice. Also gut, halt, das ist alles dieser Bullshit-Kram. Packs sind immer so aufgebaut, dass erstmal, ich glaube, vier Commons kommen in Foil. Dann kommen, glaube ich, zwei Uncommons Foil. Dann kommt so ein Foil-Edged Mountain. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann auf der Kamera, aber es ist echt ganz nice. Dann kommen. Boah, ich glaube so Lotterie-Dinger. Also da kann quasi alles drin sein. Beziehungsweise so Skizzenkarten gibt es da noch. Die gibt es auch in normaler Variante und halt hier in dieser Skizzenform. Dann gibt es natürlich so Old Bordered Foil-Karten noch. Echt ganz nice. Auch wenn die Karte jetzt nicht so geil ist. Step Through. Das ist jetzt Foil-Edged. Also sieht man vielleicht so ein bisschen hier, wenn es spiegelt. Im Vergleich zu der Karte, die schaut ein bisschen anders aus. Das ist quasi der normale Foil. Und das hier ist Edged Foil. Genau, das sind so die zwei großen Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch diese Skizzendinger in normaler Foil. Die finde ich auch ganz cool, auch wenn sie nur, ich glaube, 2 Euro wert ist. Aber die ist echt nice. Affinity for Artifacts, gerade für Modern Affinity Deck. Und Cascade ist auch geil, aber auf einem neuen Drop. Chef's Kiss hier war mit drin in Full Art Foil. Ja, ist auch nicht viel wert, aber ich finde es eine witzige Karte. Ich liebe diese neuen Chaos-Karten. Genau, und so ein Treasure-Stein. Und zusätzlich waren noch zwei andere Karten in dem Pack. Und zwar einmal Marshflats Full Art. Full Art. Ja, Fetch. Ich glaube, mit Fetch-Ländern kann man nie was falsch machen. Und Force of Negation. Und zwar. Ja, Edged Foil. Ich habe es jetzt leider schon eingetütet, aber ein bisschen sieht man es, glaube ich, auch auf der Webcam noch. Ist ja eine geile Karte und ich denke, die teuerste Variante, die es davon gibt. Also, die bezahlt schon, glaube ich, für ja drei oder vier Booster Packs. Also, die kostet, glaube ich, 95 oder so. Die wird wahrscheinlich noch ein bisschen droppen, aber ja, trotzdem ganz nice. Ja, das war so das erste Pack. Dann beim zweiten Pack, das war ein totaler Whiff, also da war irgendwie gar nichts dabei. So Faceless Salvaging, gut, das sind die ganzen Commons. Hier, es gibt jetzt diese Artifact-Länder, die doppelt tappen und unzerstörbar sind, was mega geil ist, weil gerade der große Nachteil auf Artefakt-Ländern, also Ancient Den und sowas, die aus Mirrodin, die einfarbigen, war eben, dass sie zerstörbar waren und wenn jemand Artefakt-Removal hat, dann. Ist halt gleich, können Länder auch zerstört werden. Von dem her nice, dass es indestructible ist. Und ja, gut, Downside ist halt, dass sie getappt ins Spiel kommen, aber gerade auch für Pauper halt mega geil, weil es eine Common ist. Und Pauper wird natürlich auch, gibt's auch das eine oder andere Affinity-Deck mit Frogmite und Mirror Enforcer und so. Also das ist echt ganz geil dafür. Ja, gut, Phantasmal Dreadmaw, Seal of Cleansing, Yavimala Elder. Ganz nice für einen Cube. hier auch wieder, also es gibt immer ein Foil-Edge-Standardland in jedem Booster. Ja, das ist echt ganz geil. Was ist noch drin? Hier Academy Manufacturer. Ja, finde ich ganz interessant, aber ist halt nicht viel wert. Floodhound, okay, mal. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an, wie traurig der ausschaut. Oh ja, und was auch ganz nice ist bei diesen Skizzenkarten, ist natürlich einmal der Rand ist anders. Das Artwork ist quasi nur die Skizze. Und sie haben den Flavortext. Der ist auch nicht der endgültige, sondern es ist quasi eigentlich nur die Info, die quasi die Designer bekommen haben von den Kollegen. Das heißt, es ist noch nicht der finale Flavortext, sondern es ist quasi auch so in dem Entwicklungsprozess halt irgendwann ein Kommentar daraus. Also schon ganz witzig, wobei ich ehrlich gesagt finde, dass dieser Rahmen jetzt nicht so geil ausschaut. Da mache ich die Retro-Border lieber. Dann Margus of the Bride. Ja, ist okay, ist halt in spezifischen Decks nicht schlecht.
Talisman ist nice. Also die Reihe von Talisman, die gibt es jetzt auch in Old Border. Und hier in Foil, also normal Foil, nicht Edged Foil. Ja, es schaut nice aus. Ist halt nicht so viel wert, aber mal. Blacksmith Skill, eine geile Karte auch für Pauper. Weil sie, ja, es ist einfach ein Protection Spell für ein Instant. Sowohl Indestructible und Hexproof ist halt geil. Das ist gut, die Artefaktkreatur dann plus 2 ist, glaube ich, relativ nicht, also nicht so relevant, aber mal. Dann Ornithopter und Birds of Paradise in einem. Ornithopter of Paradise, also sehr. haben sich wirklich was einfallen lassen. Ja, 0-2 natürlich wegen Ornithopter, Flying und tappt natürlich für einen Mana von irgendwas. Ja, für zwei Mana, Mana Dork in jeder Farbe ist nicht schlecht. Und hier, das ist Edged Foil. Schaut ganz nice aus, aber ist halt nichts wert. Das ist nice, das ist auch vielleicht nur ein paar Euro wert oder so. Wizard-Theme Deck und Land. Und das ist übrigens auch Edged Foil. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann hier. Hier Eve, Progenitor Ooze. Also eine fucking Stormkarte. ja, auf einer Kreatur. Ist ganz witzig. Ich glaube, ich baue irgendwann mal ein. damit ein Commander-Deck oder so. Wäre schon witzig. Ist halt auch nichts wert, aber ganz spaßig. So, das war das zweite Pack. Also im Endeffekt war da wirklich nicht viel drin, was wert ist, leider. Ja, also das sind ein paar Euro und sowas. Also alles insgesamt unter 10 Euro rausbekommen. Und gekostet haben die Packs, glaube ich, 27 oder sowas. Also arschteuer. Und da sind die 10 Euro, die es wert ist, sind natürlich Bullshit dagegen. So. Das rentiert sich halt einfach nicht sonst. Genau, dann hier drittes Pack. Das war okay, aber jetzt nicht so geil. Hier auch wieder eins der Artefaktländer. Genau. Jade Avenger finde ich auch witzig. Hier Frog Samurai. Gargadon. Gibt es ja dieses Lesser Gargadon, Greater Gargadon und jetzt haben sie ein normales Gargadon gemacht. Loathsome Curator. Ist eigentlich echt eine geile Karte, gerade für Kamen. Aber ist halt nichts wert, klar. Power Depot, ein Land mit Modular, also Bausteine, wenn du es noch kennst. Das ist echt ist ein witziges Land, aber ich glaube, das sieht nicht so viel Play. Hier so eine Discard Matters Karte, Enchantment, wo man dann quasi Target Creature einer Kreatur oder einem Spieler oder sowas einen Schaden zufügen kann. Dann hier auch wieder Edged Foil. Was haben wir noch? Void Mirror, der ist ganz nice. Der ist auch 2, 3 Euro, 4 Euro wert. Der ist halt eine super geile Castex-Karte. Auch brutal gegen Eldrazi Commander Decks und sowas. Die können halt einfach gar nichts mehr machen. Gut, haben halt so random Common-Karte. Dann die ist ein bisschen was wert. Auch unter 10 Euro, aber mei. Die ist ganz nice. Das ist, wie heißt der? Gibt auch so ein Hexproof Trample 7-6 für 6 Mana in Grün. Und an die erinnert mich die. Ist halt auch Trample, Haste und hat Hexproof, wenn sie ins Spiel kommt. Und kostet natürlich nur 2, wenn du wirklich 4 Spells davor gecastet hast. Beziehungsweise wenn du 3 gecastet hast und das du als Vierter spielst, dann halt nur 3. Was echt ganz nice ist. Und das ist jetzt noch ein neues Theme hier: Trample over Planeswalkers. Finde ich auch ganz nice. Ja, weil dann rentiert sich es auch mit einer 7-7, einem K und 2 Loyalty Planeswalker anzugreifen. Gut, da ist halt irgendeine Pauper-Karte, Marble Gargoyle. Das ist uninteressant. World Wary, gut. Angelic Curator. Dann nochmal Eve, aber mit Old Border und normaler Foil. Ja, gut. Finde ich vom Artstyle so witziger, aber ja, ist halt auch nicht viel wert. Bester Token ever, Squirrel. Ja, es ist ganz nice. Und auf der anderen Seite ist der, ja, ein Vogel. Also die Double-Sided Token finde ich schon geil, weil dann kann man quasi, ja, muss man nicht so viel mitnehmen und keine Ahnung, wenn man eh einen Squirrel und einen Bird hat, dann ist es halt super flexibel. Und gut, die ist ein paar Euro wert, zwischen 5 und 10. Finde ich ganz nice. Das ist, wie heißt die Karte?
Bribery, nur mit Suspend. Ja, finde ich ganz witzig, keine Ahnung. Und das halt auch in Etched Foil. Also der Look ist nice und vor allem das Artwork ist halt einfach mega geil. Vor allem halt auch in Referenz zu Bribery. Hat man hier einen Gin drin. Ist halt einfach nice. Also das Artwork taugt mir richtig. Ja, soweit zu den Packs, die ich schon geöffnet habe. Tue ich die mal auf die Seite. Und jetzt stoppe ich kurz das Video und wir sehen uns gleich wieder und dann öffnen wir hier die neun restlichen. So, da bin ich wieder. Also machen wir jetzt die restlichen neun auf. Sind es noch neun? Ja, es sind neun. Super. Heißt, wir haben übrigens natürlich die Collector Booster, die arschteure natürlich, weil ja, wer will Sch Geld raushauen? Ich unbedingt. Deswegen gönne ich mir jetzt einfach. ja, schauen wir mal. Also, ich kenne die auch noch nicht. Mal schauen, was drin ist. Wird spannend. So. Also, wir haben hier auf der Rückseite erstmal den Token. Drehen wir aber um. Schon mal von der Seite. Erstmal Battle Plan. Beginning of your combat on your turn, type creature you control gets plus 2 plus 0 until end of turn. Gut, mit Basic Land Cycling, gut, ist jetzt nicht so eine spannende Karte. Nested Shambler finde ich interessant, auch für Pauper. Könnte ich mir sogar vorstellen, das ist Zombie Tribal Deck oder sowas. Echt ganz nice ist. Und ich finde es halt mega witzig, dass der fucking Zombie einfach Eichhörnchen-Token produziert. Ja, finde ich ganz witzig, die Karte. Gut, Hard Evidence, weil. Ja, wer mag nämlich keine Krabben? Und gut, Karte ziehen dann für zwei noch. Ist ganz nice und Artefakt. Dann haben wir wieder ein Artefakt Dual Land. Legion Vanguard. Sack Outlet. Mit Explorer, gut, ist nicht so spannend. Filigree Attendant. Ja, gut, ist halt nicht so spannend. Hier wieder Foil Etched Basic Land. Dann haben wir hier, das ist glaube ich dieser Lotterie-Slot, wo quasi entweder Old Bordered, Full Art oder Foil Edge drin ist oder diese Skizze. Das heißt, hier kann glaube ich alles drin sein. Dann kommt eine Skizzenkarte, das ist Gargadon, das wir gerade eben schon gesehen haben. Dann Alter, okay, das ist echt nice. Also der Counterspell der Full Art, der hat schon was. Also auf so einer nicen Karte. Er könnte sogar ein paar Euro wert sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, müsste jetzt nachschauen. Aber ist geil. Vor allem auf so einem Staple wie Counterspell. Mit dem Artwork. Das hat einfach was. Ist einfach nice. Ist von welchem Künstler? Ryan Yee. Hat was, hat was, hat was. Dann, was haben wir noch? Phantasmal Dreadmaw haben wir gerade eben schon gesehen. Dann haben wir hier Mind Collapse. Fokus. Jetzt hat Fokus. If it's your turn, you may sacrifice a mountain rather than pay the spell's mana cost. It deals 5 damage to a creature or player. Planeswalker. Naja, okay. Ist okay, aber ist nicht so spannend. Haben wir noch einen Talisman, aber diesmal sogar Foil-Edged. Das heißt, der hat ein bisschen anderen Look. Vergleichen wir gleich mal mit der anderen, dem anderen Talisman. Wo ist er? Da ist der andere Talisman. Schauen wir mal, wie sich das unterscheidet. Also wir haben hier einmal den Orsov und einmal den Golgari. Hier, das ist quasi normale Foil. No. Jetzt sieht man es. Genau, das ist normale Foil. Und das hier ist Etched Foil. Also man sieht schon einen leichten Unterschied. Also in echt sieht man einen großen Unterschied, aber jetzt auf der Kamera weiß ich nicht, wie gut es hinkommt. Ja, aber ich finde den Artstyle echt geil. Also gerade bei Talisman versus Staples. Mir taugt dieser Retro-Style. So. Und vielleicht als Info, mega nice. Ich glaube im September oder sowas kommt noch ein Secret Layer Drop, wo es auch Foil-Edged, Old Bordered, aber nicht Talismane, sondern Signets gibt. Also der ganze Cycle von Signets, halt, keine Ahnung, für alle 10 irgendwie 90 € oder sowas, halt entsprechend arschteuer. Aber die schauen auch schon nice aus vom Artstyle. Und
Richtig bescheuert erstmal den tollen Talisman angeschaut und chillt hier einfach parallel Aritmesa in Foil-Edged Old Border. Das ist natürlich echt geil. Fetchländer sind halt einfach immer nice. Immer nice. Auch wenn der Preis wahrscheinlich von den normalen Ausführungen droppt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Foil-Edged-Version trotzdem noch, also auf jeden Fall teurer sind. Und dann haben wir noch Alter und Profane Tutor Foil. Ich muss ja sagen, die Retro Border, die schwarzen Karten in Foil, die schauen noch mal geiler aus. Also gerade der Rand ist halt geil. Dieser Kontrast zwischen Leuchten und dem Dunklen, mega geil. Und das ist halt einfach Demonic Tutor, wo man quasi zwei Züge warten muss. Finde ich immer noch geil. Ja, keine Ahnung, vielleicht benutze ich den nochmal im Deck, mal schauen. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Es ist halt für Commander, weiß ich nicht, weil man hat halt Demonic Tutor, der ist halt einfach viel besser. Aber trotzdem nice, dass es noch einen Tutor gibt und als letztes einfach noch einen Food Token. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Thopter, den wir am Anfang schon gesehen haben. So, dann machen wir das nächste Pack auf. So, auf der Seite einmal den Burp und auf der anderen Seite wieder ein Squirrel. Den kennen wir schon, den Token. Und jetzt gehen wir ans Eingemachte vor der Tasse. Da hat ein Kumpel von mir den richtig gefeiert, weil es anscheinend so ein Theme gibt von so auch vor der Cannon und sowas, wo immer einfach Goblins halt hin und her geschossen werden. Also finde ich witzig, dass sie dieses Theme weiter mit einbauen. Auch wenn die Karte scheiße ist, aber also das Artwork ist halt schon mal witzig hier. Von der Kreatur wegzuschießen. Und der Stingstext finde ich auch ganz witzig. Also die schießen halt immer diesen Cousin weg. Diesen Goblin-Cousin. Und hier in Event of Siege, load copiously with Hot Oil. Cannonballs, Caltrops, Rubble, Old Swords, Mess Hall Leftovers, Chamber Pots, Broken Chairs, Salt, Cousinvert. Und das ist halt, ja, finde ich ganz witzig, dass es so eine Theme-Karte ist. Gut, Battle Plan kann man gerade schon. Nested Shambler nochmal, Hard Evidence nochmal. Bone Shredder, auch eine Staple-Karte, vor allem gerade in Cube, einfach ein geiles Ding. Also ETB, Destroy-Effekte sind halt einfach immer geil. Also gerade wenn es, ja gut, hier ist halt Non-Artifact, Non-Black. Aber für 3 Mana ist nice. Und halt mit Reanimate und sowas ist es geil. Und wenn man es opfern kann, dann muss man nicht mal die Echo-Kosten bezahlen und hat trotzdem den Sack-Mehrwert davon. Also finde ich eine geile Karte, vor allem auch in Cube. Dann haben wir hier ein Eichhörnchen. Rapping Squirrel. When you sacrifice an artifact or creature, put +1/+1 on Ravenous Squirrel. Also Trigger kriegt +1/+1 Marken. Da kann man bestimmt auch irgendwelche Kombos damit bauen. Braucht man wahrscheinlich mindestens 3 Karten dann für die Combo, aber ist trotzdem mal interessant. Dann haben wir hier wieder die Foil-Edged Forest-Karte. Dann haben wir einmal ein Glimpse of Tomorrow. Das ist, also diese Suspend-Karten, auch die vorhin mit dem Bribery aus dem Blauen, die gibt es quasi in jeder Farbe einmal. Und das ist jetzt die rote Version davon. Ja, finde ich als Effekt ganz witzig. Geht in die Richtung von diesem Chef's Kiss, also diese so Chaos-Karten mehr oder weniger, finde ich, glaube ich, witzig zu spielen. Also ist genau mein Style von Karte. Aber wirklich, wirklich richtig gut ist jetzt nicht. Aber ein super interessanter Effekt. Und ein nices Artwork hier. Dass man quasi so in die Zukunft schaut hier. So, was haben wir noch? Haben wir wieder den Bushido-Frosch. Diesmal aber als Skizze. Oh, nice. Ein Planeswalker. Dihada. Heyerdrone Dihada. Grixis-Farben, 4 Loyalty. Protection from Permanents with Corruption Counters. Okay. +1. Each opponent loses 2 life and you gain 2 life. Put a Corruption Counter on up to 1. Other target creature or planeswalker. Okay. Okay, das heißt, du hast quasi, also die Hada hat quasi dann Protection von, ja,
von irgendeiner Kreatur oder Planeswalker, wenn man sie aktiviert, okay. Und dann minus 3, gain control of target creature or planeswalker until end of turn, untap it and put a corruption counter on it, it gains haste until end of turn. Okay, das heißt, selber Effekt, das heißt, er hat dann auch Protection davon. Und, ja, gain control für den Zug, also, wie heißt's, threaten zum Beispiel, oder Act of Treasure Effekt, okay. Und minus 7, gain control of each permanent with a corruption counter on it. Bin ich ganz, ja, es ist ganz witzig, ja. Kann man bestimmt was Nices damit bauen. Und halt auch geil, dass es einfach Full Art ist hier. Also das Artwork ist schon geil, muss ich sagen. Ach ja, Planeswalker, der OP-Shit. Universal Automaton. Shapeshifter, Einmana, 1-1, Changeling. Also ist quasi jeder Kreaturentype. Ist bestimmt nice für Tribal-Tribal-Decks. Also da gibt es ja diesen einen Tribal-Tribal-Commander, der colorless ist, aber fünf, also jede Farbe quasi in im Text, in der Textbox hat. Das heißt, man kann fünf Color gehen. Und da ist es bestimmt ein Nice da drin. Ja, ich finde es ganz witzig. Ist halt nicht OP oder so, aber witzige Karte. Blossoming Calm, okay. Scourge Familiar, mega geile Karte. Hier habe ich auch diese klassische Karte. Die, was war's? Was? Ursa's Saga? Nee. Dieses, die Edition mit den zwei, wie heißt denn das? Zahnrädern. Genau. Weiß jetzt nicht, wie die heißt. Auswendig. Aber geile Karte, weil du hast halt einfach ein, ich liebe so Activated Abilities, die einfach Instant Speed sind und keine Kosten haben. Also, wo man das permanent nicht tappen muss. Kosten schon, eine Discarded Card, aber wo man halt das permanent nicht tappen muss. Und das ist halt einfach geil, du kannst dann, ja, wenn du das irgendwie rauscheaten kannst und dann abwirfst und dann noch am besten irgendwie noch Graveyard Recursion oder sowas hast, ist halt einfach eine geile Karte. Und hier, wie man es, oder wie es vielleicht auch über eure Webcam sieht, ist es halt wieder Foil Edged. Also ganz nice. Haben wir Braids. Habe ich schon gelurt. Braids, okay, kennen wir alle. Ganz nice. Und Foil Edged. Gut. Und Pyro the Volatile in normaler Retro Old Foil, aber auch geil. Elder Dragon kann man als Commander einbauen, finde ich nice. Ja, 8 Mana, Manu Farben, 7-7, Flying Lifelink, natürlich Flying, wie sich's für einen Elder Dragon gehört. Und at the beginning of upkeep trigger, sacrifice unless you pay Manu. When it dies, it deals 7 damage to each non-legendary creature, also quasi Board Wipe, wenn er stirbt. Das erinnert mich so ein bisschen an Child of Alara, weil, ja, das ist irgendwie so eine Mäh-Karte, wenn sie stirbt. Ja, witzig, aber das Pack wird wahrscheinlich insgesamt auch nicht so viel wert sein, denke ich. Gut, für die ist wahrscheinlich ein paar Euro wert. Ja, aber wirklich gut war das Pack jetzt leider nicht. Schauen wir mal die nächste. Der Rückseite haben wir einen Zombie-Army-Token für Amaz-Karten und auf der anderen Seite einen Clue. Oh, der Clue ist schon nice. Schaut geil aus. Okay. Token ist immer unspannend. So. Dann haben wir hier Bottle Gnomes. Bottle Golems, sorry. Bottle Gnomes ist die Referenzkarte. Die für 3 Mana, glaube ich, 1-3. Auch Golem. Und wenn sie, ich glaube, stirbt, kriegt man Leben. Ich glaube, 3 Leben, wenn sie stirbt oder so. Ja, ist ganz witzig. Aber diesmal gibt es jetzt auch Bottle Gnomes. Bottle Golems. Das habe ich schon wieder falsch gesagt. Ja, ganz witzig, dass sie das weiterführen. Echoing Return. Das erinnert so ein bisschen an die Echoing Cycle aus, was war es, Darksteel, glaube ich. Echoing Decay und sowas. Die auch diesen Effekt dann kopieren für alle, die denselben Namen haben. Ganz nice auch gegen Token, gerade die blaue und die schwarze Variante aus dem aus der Edition. Was haben wir hier? Foul Watcher, ETB, Surveil One, Delirium. Ja, okay, es sind 2-2. Naja. Soul of Migration. Token is flying. Ja, ist okay.
Für 4 Mana kann man sie evoken. Ghostly Drifter. Flying to 2. Another target creature gains flying until end of turn und channel. The fuck is channel? X und blau discarden und dann exiled creatures gain flying until end of turn. Okay. Ist auf jeden Fall besser als der, wie heißt der Drake? Diese Basic 3 Mana Wind Drake, genau. 2-2 Flying. Ist natürlich hier ein bisschen besser, aber ja. Also für Limited ist es geil, aber ja, das war's auch. Hunting Pack kennt, glaube ich, jeder, der auch schon Scourge in der Edition gespielt hat. Hier Token Producer, Stormkarte und Instant ist halt auch nice. Nochmal ein Basic Land, diesmal ein Mountain in Foil Edged. Dann haben wir nochmal einen Profane Tutor in Full Art. Was haben wir noch? Underworld Hermit, ETB. Je nach Devotion to Black kriegt man 1-1 Squirrels. Jetzt wird es, glaube ich, ja, jetzt ist es im Fokus. Okay. Das heißt, mindestens 6 Mana, 3-3 und 2 Token. Mit Upside, dass man natürlich, wenn man noch mehr Devotion hat, noch mehr produziert. Haben wir hier Sithis Harvest Sand. Enchantment-Theme-Karte und für Enchantment-Decks mega geil. Ist immer geil, wenn man halt cyclen kann und immer wieder Karten zieht, dann wenn man Enchantment spielt. Und das Nice ist halt, dass sie selber auch ein Enchantment ist. Es ist halt, ja, nice für das Deck. Was haben wir hier? Aeromöber. Discard a card, switch Power and Toughness on the turn. Ja, okay. Gut, ist halt Discard-Effekt, ist ganz witzig, aber ist nicht wirklich toll. Changeling Outcast, auch wieder so eine Cube-Staple-Karte, die halt einfach eine Ein-Mana unblockable ist und halt in Aggro-Decks nice ist und Tribals ja, unterstützt, Zombies und so. Ja, leider auch nicht viel wert. Dann haben wir hier eine Ingenious Infiltrator-Karte. Whenever Ninja you control, these combat damage player draw a card. Okay, Ninja Tribal hätte ich schon Bock drauf. Ich muss mal schauen, was es alles für Ninjas gibt. Hat auch selber Ninjutsu. Ist geil. Ist geil. Dann haben wir Garth One-Eye. Auch nice. Jetzt muss ich mal schauen. Ist das... Ja, das ist Edged Foil. Nice. Edged Foil Retro Border. Mega witzige Karte. 5 Mana, 5-5. Human Wizard. Wizards könnte man vielleicht sogar Tribal noch mit einbauen. Und... Hier, endlich der Effekt, dass man Black Lotus irgendwie als Token ins Spiel bringen kann, wenn man den spielt. Ja, das ist auf jeden Fall witzig. Und nochmal eine Affinity for Artifacts Karte, Thought Monitor, 7 Mana, 2-2, ETB, Draw 2 Cards. Also irgendwie so ein Zwischending aus Mull Drifter und Mühe Enforcer oder so, keine Ahnung. Also ganz, ganz witzig. Ja. Okay. Das waren erstmal die nächsten 3 Packs und ja, jetzt würde ich sagen, stoppe ich wieder kurz das Video und wir machen dann gleich weiter mit den nächsten 3. Also bis gleich. So, und weiter geht's mit den nächsten Packs. So, mal schauen, was da drin ist. Also die letzten paar Packs waren meh, muss ich sagen. Also irgendwie seit dem Arid Mesa Edged Foil sind jetzt nicht mehr so spannende Karten gekommen. Also schon spannende Karten, aber jetzt nicht so übertrieben teure. Was haben wir hier? 3 Mana, Human Rogue, Pay 1 Life, Draw a Card. Ja, ja. Flourishing Strike, 5 Damage, Removal, Flyer oder +3/+3 und Entwine. Okay. Unholy Heat, deals 2 Damage to Target Creature or Planeswalker. Also Schock und Delirium, 6 Damage instead. Also auf jeden Fall besser als ein Schock. Kommt aber auf keinen Fall an Lightning Bolt ran. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die nice ist für Modern Blitz, also Is it Modern Blitz Decks. Genauso wie der, wo haben wir sie? Der hier, Dragon Rage Channeler, ist glaube ich auch ganz nice für die, für Is it Blitz. Also ist ein Aggro-Deck quasi, wo man die ganze Zeit Spells castet und Removal und so hat. Und komm schon, jetzt hat. Ein Mana, One-One, Human Shaman. Immer wenn du einen neuen Creature-Spell machst, Surveil, das heißt, du kannst damit auch deinen Graveyard füttern.
bisschen Millen und hat eben auch dieses Delirium und ist dann einfach eine fucking 3-3 Flying. Und attacken willst du ja eh die ganze Zeit, also nice. Und Unholy Heat könnte natürlich für so ein Deck dann auch interessant sein. Dann was haben wir noch? Den Flatterhound können wir auch schon, nur das ist mal die normale Variante, nicht die Skizze. Dann haben wir Sea Drake, 3 Mana, 4-3 Flying, ETB, 2 Länder zu Kontrolle. Ja, okay. Mehr. Underworld Cookbook. Das Kochbuch von dieser anderen Rakdos-Karte da, die 3 Mana kostet, die keine Sau aussprechen kann, mit dem Namen, der wirklich die ganze alles einnimmt. Und da ist halt hier dieses Buch dazu. Okay. Dann haben wir hier einen Sumpf in Foil-Edged. Haben wir einen Necrogoyf. 5 Mana Stern 4. Hat Power equal to the number of creature cards in all graveyards, also vielleicht interessant für Commander. Und the beginning of each player's upkeep, discard a card und Madness. Ja, also discard Meta-Stack oder Madness-Stack an je Falkenwrath oder so. Könnte interessant sein. Oder eben halt, wo man wirklich so Mill-Decks und so spielt. World Wary, das kann man vorhin schon. Murktide Regent, okay, der ist auch mega nice. Zwar 7 Mana, 3-3, hat aber Delve, das heißt, kannst du rauscheaten. Für weniger casten, Flying und ETB mit La plus 1 plus 1 for each instant sorcery exiled with it. Ja, das heißt, wenn du was delvest, dann wird er doch stärker, wenn es Instant oder Sorceries waren. Und wenn ein Instant oder Sorcery aus dem Friedhof geht, dann wird er nochmal stärker. Also ist halt einfach ein Fetti. Fetti, der noch größer wächst und ein bisschen rausgecheatet werden kann. Und natürlich auch profitiert von so Karten wie Dragon, so ist es, Dragon Rage Channeler, wo man immer surveilt, wenn man Non-Creature-Spell castet. Also so Izzet Spellslinger ist mein Shit und da ist die bestimmt auch nice. Haben wir hier wieder einen Ornithopter. World Wary nochmal. Im selben Pack 2, oh Mann. Aeromöber, okay, scheiße. Und Force of Vigor. Okay, nice. Ist das. Ja, das ist Foil Edged. Nice. Foil Edged ist dann immer noch mehr wert. Das ist, ja. Ganz praktisch. Und natürlich hier Commander-Karte auch. If it's not your turn, you might exile a green card from your hand rather than pay the spell's mana cost. Destroy up to two target artifacts and/or enchantments. Und Instant ist halt fucking nice. Also auch wenn du enttappt bist, gerade CEDH oder sowas, dafür ist es halt eine geile Karte. Und. Was haben wir noch? Suspend, ein Mana Instant, Full Art Foil. Finde ich nice in Removal. Exile target creature and put two time counters on it. If it doesn't have suspend, it gains suspend. Ja, ist halt quasi so ein Mana Exile-Effekt. Und wenn du ihn in zwei Zügen ekelst, dann ist es quasi Removal. Ansonsten kommt sie halt back, aber kann in einigen Situationen bestimmt geil sein. Dann haben wir hier noch einen nicen Treasure Token. Treasure! Ja. Nice. Und auf der Rückseite haben wir einen Beast Token für die eine Stormkarte. Okay. Schauen wir das nächste Pack an. So, erstmal hier den Token. Zombie. Okay, nice. Zombies kann man häufiger mal brauchen. Und ein Squirrel. Nice. Okay. Räume ich mal hier ein bisschen auf. Und schon mal auf die andere Seite. Nochmal hier ein Revolutionist. ETB, Return Target Instant or Sorcery from Graveyard to Your Hand. Das ist der Archaeomancer-Effekt. Und Madness für 4. Okay. Ich bin überrascht, die ist echt gar nicht mehr schlecht. ja, nur Madness-Deck eventuell. Das wird sehr spezifisch. Mal wieder ein. Artefakt Duelland. Den kann man auch schon. Ne, den kann man noch nicht. Sacrifice another creature. Kannst du drainen. Und each opponent verliert 2 Leben. Ja. Ist halt dieser Effekt, wenn man tappen muss, um Sack Outlet zu haben, ist halt nicht so nice, wie wenn es einfach nur. Wenn man es einfach so aktivieren kann. 2 Mana Proliferate und Fight. Ja, okay. Was haben wir hier? Road Ruin. 3 Mana, Search Life von Basic Land Card und Battlefield Tapped, Shuffle. Instant Speed ist natürlich nice. Gerade, ja, Simic oder so. Oder dann mit Rot.
Grün, Blau könnte interessant sein. Und Ruin, Aftermath, cast a spell only from your graveyard, then exile it. Ruin deals damage equal to target creature, damage to target creature equal to the number of lands you control. Also gerade Ghoul oder Landfall Decks oder so oder Omnath in Commander könnte sein. Das ist ganz nice, ist die Karte. Was haben wir hier? 5 Mana, 5, Vampire Wizard, Converge, ETB, each opponent loses X life and you gain X life, where X is the number of colors of mana. Spend to cast a spell, okay. Also Maximum für 5 Mana, 5 unterschiedliche Mana-Kosten, 5, ETB, jeder Gegner verliert 5 Leben und du bekommst X Leben. Also 5 Leben. Ja, das ist mehr. Aber hier wieder Foil-Edged Plains und das Land, muss ich sagen, das Artwork schaut schon geil aus. Vor allem hier auch die Blitze, die dann noch so leuchten. Hat schon was, hat schon was, hat schon was. Okay, läuft noch ein Fetchland, weil warum auch nicht? Scalding Tarn ist natürlich auch mega geil. Ich weiß nicht, ob Misty Rainforest teurer ist oder Scalding Tarn, aber sind auf jeden Fall die zwei niceren. Full Art ist natürlich auch praktisch. Haben wir noch Kitchen Imp. Madness, ein Mana. Naja. Verdant Command. Zwei Mana Instant. Target Player creates two tapped 1/1 Green Squirrel Creature Tokens. Nice. Counter-Target Loyalty Ability of a Planeswalker. Okay. Ability Counter in Grün. Exile Target Card from a Graveyard. Und Target Player gains three life. Also ziemlich versatile. Weiß nicht, ob es richtig gut ist, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Karte, weil ich glaube, man ist immer froh, so eine Karte in der Hand zu haben, weil es einfach super praktisch ist und man eigentlich immer die beste Variante von den vier für sich auswählt. Und das Geile ist halt noch, dass man auch immer zwei auswählen kann. Das heißt, man hat halt immer noch den Vorteil, zur Not immer diese zwei Squirrels noch zusätzlich zu erstellen. Dann haben wir nochmal die Kitchen Imps in voll, okay. Nochmal der Nested Shambler. Noch ein Talisman, auch wieder Foil-Edged. Talisman of Creativity ist geil. Izzet ist, ja, ich muss sagen, Grixis, das ist so meine Lieblings-Color-Combination. Und Izzet ist natürlich auch geil. Okay, der ist nice. Den habe ich auch in mehreren Decks, weil wer mich nicht so genau kennt, Goblins sind einfach mein Shit. Und Kombos liebe ich auch. Und da ist natürlich Goblin Engineer als ein Tutor. Der auch noch ein fucking Goblin ist und halt sowas wie Ashnod's Altar und sowas holen kann oder Phyrexian Altar, ist halt einfach der Shit. Ist halt einfach der Shit. Und Foiled Edged und Retro-Look, also geil. Durchgleich mein Grenzo-Deck. Und als last but not least, Solitude. Okay, auch eine geile Karte. Vor allem Full Art Foil. Das ist dieser Cycle von denen ist einfach krank. Die blaue davon ist auch nice, aber ich muss sagen, die weiße ist auch krank. Es ist halt einfach eine. Okay, 5 Mana zahlst du halt nie. Du wirst immer evoken, sprich eine weiße Karte aus deiner Hand exilen. Kannst sie flashen, also Instant Speed casten, ist eine 3-2 und hat Lifelink und ETB. Exile up to one other target creature. That creature's controller gains life equal to its power. An was erinnert diese Karte? Ja, okay. Ich glaube, Swords, ja, Swords to Plowshares. Auf einer fucking Evoke-Karte, die man rauscheaten kann, wenn man eine weiße Karte exilt. Ja, nice. Die wird auch was wert sein. Ich weiß nicht, wie viel, aber. Also, das ist eine der geilen Varianten, weil sie einfach einmal Full Art ist. Und Foil ist geil. Ist geil, ist geil, ist geil. Vor allem auch in demselben Pack wie Goblin Engineer. Es hat einfach was. Hier nochmal. Hier, Gobbo. Gobbo. Muss man hier ein bisschen highlighten. Ja, geil. Ich liebe Goblins. Und noch ein Pack. Bevor wir eine kurze Pause machen. So, oder? Mach mal wieder den Token zuerst. Hier, Thopdak Token. Haben wir gerade eben schon gesehen. Und auf der Rückseite wieder ein Squirrel, weil Squirrels, wenn man die braucht, dann braucht man viele davon. So, was haben wir noch? Ein Artifact Duel Land. Dann haben wir noch Break Ties. Drei Mana Instant. Entweder Artifact destroyen oder Enchantment oder eine Kreatur.
eine Karte aus einem Friedhof exilen, was natürlich super ist, in Response zu irgendwelchen, keine Ahnung, Reanimate-Spells oder so. Kannst du einfach exilen die Karte. Und Reinforce, discard card, eine +1/+1 Mark auf Target Creature. Ja, es ist nicht gut, aber wenigstens versatile. Bann and Harvest, nice. Gorged Salad hatten wir schon gesehen. Liquid Metal Torque. Mana Rock und hat die Ability noch. Target Non-Impermanent becomes an Artifact in addition to other types. Okay. Slag Strider. 7 Mana, 3-3. Ein Mana Sacrifice an Artifact deals 1 Damage to any Target. Ja, okay. Aber Definity. Und was haben wir noch? Ein Basic Land mal wieder mit Foil Etched. Dann haben wir noch den Doughty Voidwalker. So, komm schon. Jetzt. Doughty Voidwalker. Komm schon. Fokus. Ich tue die mal ein bisschen weg. Vielleicht geht es dann besser. Ja, Doughty Voidwalker. Dann haben wir Combine Chrysalis, Creature Tokens you control flying. Okay, nice, nice. Ragavan, Nimble Pilferer, ein fucking Monkey Pirate, 2-1. Wenn er einem Gegner Combat Damage macht, kriegst du einen Treasure Token und exiles die Top-Karte von diesem Spieler. Und bis zum Ende des Turns kannst du es casten. Und das Kranke ist jetzt einfach, dass du ihn dashen kannst, sprich, scheißegal, wie oft du ihn gecastet hast. Der kostet als Commander immer noch nur fucking 2 Mana. Kriegst ihn zwar dann wieder auf die Hand, aber scheiß drauf. Ja, einfach ein fucking Monkey Pirate. Geil. Und auch die geile Variante hier, Full Art, beziehungsweise Alternative Art. Geiles Ding. Die ist auch was wert. Dann haben wir noch einen Lens Flare. Okay. Noch ein Talisman. Noch ein Talisman auf Creativity. Dann haben wir Shenanigans. Okay. Artifact Removal, den man recurren kann mit Dredge. Ja, ist für Sideboard oder so ganz nett. Dann haben wir noch Persist. Okay, Persist ist eine geile Karte. Hier Foil Etched. Reanimate Spell für eine Non-Legendary Creature und kriegt quasi -1/-1, weil es das heißt halt auch fucking Persist. Und ja, ich muss sagen, das Artwork ist ganz nice. Was ist das? Ich glaube, die heißen Kithkin, oder? Die Typen, die Dudes, die da rausgehen, oder der Typ auf dem Bild. In the tight-knit down of Mist Meadow, death is less important than duty. Ja, geile Karte. Gefällt mir. Und als Netze nochmal die Harder. Aber diesmal nicht Full Art, sondern Sketched und Foil. Ja, hat was. Ich muss echt danach mal nachschauen, wie viel die Bird wert ist. Mal schauen. Ob das ein totaler Wiff ist oder ob die doch ein bisschen was wert ist. Jo. Das war's mit den nächsten dreien. Und drei sind noch übrig. Die mache ich gleich auf. Bis gleich. Und weiter geht's mit den letzten drei Packs. Dann haben wir noch die letzten drei Collector Booster von Modern Horizons. Starten wir gleich mit dem ersten. Und schauen, was drin ist. Haben wir einmal den Grab-Token für diesen einen Spell, der eine Krabbe und ja, der eine Krabbe macht und auch noch Investigated, also diesen Clue-Token bekommt. Und auf der anderen Seite nochmal ein Treasure. Ja, auch das nice Artwork in Foil. Und schauen wir mal, was das hier so kann. Terminal Agony. Madness-Karte, Rakdos, Destroy Target Creature. Erinnert mich an Terminate, nur ohne das can't be regenerated. Und als Madness-Variante. Ja, okay. Battle Golems wieder. Reinforcements and Refreshments. Nicer Catch-Spruch. Faceless Salvaging. Wieder die Faceless Looting-Variante. Storm Gods Oracle. 3 Mana 1-3, 1 Mana kann man sie pumpen und wenn sie stirbt, kann man was bolten. Und kann man natürlich Instant Speed casten, indem man drei Farblose bezahlt und dann stirbt sie automatisch. Ja, mehr. Brainstorm. Das ist so bescheuert. Es gibt einfach fucking Brainstorm, jetzt in jeder Farbe, weil es ein Artefakt ist.
aber halt für 3 Mana, kostet ein farbloses und dann 2 farblose und tappen, um ihn zu opfern, und dann kann man brainstormen. Sweep the Skies, so, fokus das wieder, ja. Sweep the Skies, X Mana 2, create 1-1 Kallus Thopter-Token with Flying. For each color of mana spent to cast a spell. Okay, also sprich 6 Mana, 5, 1-1 Flyer, Artifact Creature Token kann man dort machen. Ja, naja. Hier haben wir wieder den nicen Swarm Foil-Edged. Dann haben wir den Shitter Spittach. Alter, Squirrels sind schon so nice. Artifact, 3 Mana, at the beginning of your upkeep, you may sacrifice a token. If you do, put an Acorn Counter on Shitter Spittach. Squirrels werden gebufft. Das heißt, plus 1 bekommen sie für jeden Acorn Counter. Und man kann ihn tappen für ein grünes und tappen, wie gesagt, um einen Token nochmal zu machen. Okay, das heißt, man kann, ja, quasi wird immer größer und bufft alle Kreaturen immer. Da haben wir wieder Abandoned Harvest. Nochmal ein Thought Monitor, der ganz nice ist. Der Muldrifter mit Affinity. Nochmal das Gargadon. Ephemerate, nice. Das brauche ich noch für den Cube. Jo, ist nice. Ist quasi einfach für Bounce Deck. Gerade Azorius Fragen mit Farben mit Prago, mega nice. Und auch Instant Speed, was ein Riesenvorteil ist zum kann man auch protecten damit. Mono Skellion, das ist quasi wie Triskelion, nur als bisschen kleiner. Komm schon, Fokus. Jetzt. 2 Mana 1-1, ETB mit der plus 1 Marke und kannst du removen, um einen Schaden zu schießen. Muss man halt immer eins dazu zahlen. Ist halt die schlechtere Variante von Walking Ballista leider. Dann haben wir auch Sterling Grove, so ein Staple für alle Enchantment Stacks in Celestia. Einfach Protection Enchantment. Alle haben Shroud. Monotarget Removal ist ein bisschen schwieriger dann. Und Tutor, wenn man es opfert, ist geil. Und dann haben wir noch als letzte Karte im Pack Harmonic Prodigy, 2 Mana 1-3, Wizard Provess. If an ability of a Shaman or another Wizard you control triggers, ability triggers an additional time. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz nett ist für den einen oder anderen Deck und optimiert auch die Provess Ability, das heißt, kriegt er nicht plus 1 für jeden Non-Creature Spell, sondern plus 2, weil es doppelt triggert. Okay. Schauen wir zum nächsten Pack. Aber insgesamt, weil es jetzt unspektakulär ist, ist es glaube ich nicht so viel wert, die Karten in dem Pack. Also es hat sich nicht rentiert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da haben wir einen Draykeeper. Das ist, ja, das ist wie dieser Hermit-Dude, der Mono weiß ja nur, dass es halt Golgari-Farben ist. ETB kriegt man 2 Squirrel und dann kann man sie buffen für 4. Da haben wir wieder die Refreshments. Echoing Ruin hat man auch schon, Foulwatch hat man schon, Arcus Acolyte, 2 Mana, 2-2, Reach Lifelink, Celestia, Outlast und each other creature you control with a +1/+1 has Outlast. Auch nice und limited, ansonsten sehr spezifisch mit +1/+1 Marken. Den kann man schon, dann haben wir hier wieder einen Forest, der übrigens echt ein geiles Artwork hat. Also ich muss sagen, das schaut schon geil aus. Dann haben wir nochmal Chef's Kiss. Dann haben wir das Ravenous Squirrel nochmal. Ein Lohnes Cryptozoologist. Simic-Farben 1-2 und Snake 11. Also gerade Snakes und Elf sind natürlich nice Tribal Decks. Immer wenn Trigger, wenn ein Non-Token Creature ETB't, dann Investigate. Ist schon mal nice. Und man kann X-Clues sacken, wenn man ihn tappt. Als Kosten und dann Target Opponent reveals the top X cards of their library. You may put a non-land permanent card with mana value X or less from among them onto the battlefield under your control. Ja, das ist ganz nett. Also primär ist, glaube ich, die erste, die der Trigger ganz nice und das ist halt, ja, es ist halt ein Threat, wenn es auf dem Board ist. Ganz nice. Mal wieder den Ornithopter. Wie oft kommt er? Ich glaube, ein Playset ist schon voll. Dann haben wir noch Sudden Edict. Gibt es ja die ganzen Edict-Spells, gerade in Schwarz. Die sind meistens Instants und kosten ein farbloses, ein schwarzes. Nur dieser hat halt,
ja, Split Second noch zusätzlich. Dann haben wir nochmal den Terminal Agony, nur diesmal in Foil Edged. Oh, die ist auch ganz nice. Hall of Heliots Generosity, Legendary Land, Foil Edged. Farbloses, oder du kannst eine Enchantment recurren, indem du sie auf die Top von der Library bringst. Ja, ist ein nices Enchantment Land oder Monocolored Land, das noch eine Upside hat. Also geil. Könnte sogar was wert sein. Dann haben wir noch Endurance. Das ist die grüne Variante von der Solitude, die wir vorhin gesehen haben. Nur D hat, komm schon, Fokus. Ja, das will ich fokussieren. Okay. Also, Endurance hat wieder Flash und ich kann evoken, indem ich eine grüne Karte exile. Hat Reach, 3-4 und wenn sie ETB't, bis zu einem Spieler puts all the cards from their graveyard on the bottom of the library in a random order. Ja, naja. Ist, ja. Also die ein paar andere Farben sind besser. Und dann haben wir noch den Clue Token und Thopter auf der anderen Seite. Und allerletztes Pack. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Also. Ja, so, ist dir schon aufgefallen, wie toll ich diese Packs immer aufmache, ja? Richtig mit Gefühl und mit Liebe. Nicht. Okay. Dann haben wir hier das Phyrexian Germ. Ein Token. Und auf der anderen Seite noch ein Treasure. So. Und was haben wir hier? Blacksmith Skull. Skill, sorry. Hatten wir auch schon. Dann haben wir noch Rift Sower. Mit Suspend Mana Dork. Erinnert so ein bisschen an, wie heißt sie, Search for Tomorrow. Nur, dass sie auf einer Kreatur ist und ich finde Search for Tomorrow ist nicer, weil Länder einfach besser gegen Removal sind. Dann hier, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein neues Staple in Pauper wird. Es ist einfach eine bessere Variante von Mirror Enforcer. Mirror Enforcer, wenn ihr euch erinnert, kostet auch 7 Mana, ist eine 4-4, hat Affinity for Artifacts, ist ein Artifact-Creature. Aber der hier ist zusätzlich noch hat die Artifact Land Cycling. Das heißt, du kannst auch noch, ja, kannst discarden für 2 und dann ein Artifact Land Card revealen und ins Spiel bringen. In die Hand nehmen. Yashino Lashclaw. Discard a card. Creatures you control gain haste. Okay. Dann haben wir den Arcbound Whelp. Ein Modular. Ein Baustein Dude. Dann haben wir den Hurt Baloth. Ja, wenn man irgendwie triggern kann, ist okay. Dann haben wir hier einen Mountain, wieder schön Foil Edged. Dann haben wir nochmal einen Suspend Full Art. Lens Flare ist meh. Dressdown ist noch nice. 2 Mana Enchantment mit Flash, was immer nice ist in Blau. ETB kannst du eine Karte ziehen, also Cycled für 2. Und Creatures lose all abilities at the beginning of the end step, sacrifice it. Ja, kann mir vorstellen, dass das in einem ein oder anderen Deck eine gute, ja, ähnlich wie eine Counterspell ist oder eben eine reaktive Karte gegen bestimmte Archetypes. Was haben wir hier? Wenn Zombie, when you discard a card, you may pay 1 if you do a mass. Ja, ist interessant. Dann haben wir noch Glimmer, Bairn, Uff. Ein Mana 1-2, sacrifice a token, kannst du buffen. Okay, die könnt ihr mir vorstellen, ist echt nett, vor allem auch Pauper-mäßig. Ich bin ja Pauper-Fan, einfach weil es nice ist, aus den Karten, die sonst alle als Trash abstempeln, man dann einfach ein krankes Deck auch draus bauen kann. Finde ich einfach witzig, die Idee. Dann was haben wir noch? Nochmal ein Automaton und die letzte Karte ist... Ah, die vorletzte. Okay, what the fuck? Also zweimal ein Icefang Quattle. Also eine 2 Mana Simic Farben, 1-1 Snake, Snow Creature, wichtig, Snow Creature, Flash Flying und wenn sie ETB't, zieht man eine Karte. Und du hat Death Touch, wenn du mindestens 3 andere Snow Permanents kontrolliert. Ja, also hätte eine bessere Karte sein können, aber naja, warum nicht? Das Artwork ist auf jeden Fall geil. Das hat was. Das ist nice.
Ja, und hier auch nochmal der direkte Vergleich von, das ist Foil Edged und das ist quasi normal Foil. Okay, das war's mit den Packs. Welche kann man nochmal, welche stechen so richtig heraus? Ich suche nochmal alle raus, die richtig geil waren. So, das fand ich nice. Ah ja, und sorry, wenn ich jetzt irgendeine andere Karte, die eigentlich auch krass ist, nicht hier auf den OP-Stapel drauf habe. Aber kann natürlich immer passieren. So, was haben wir noch? Profane Tutor ist nice, Arithmesa ist nice, Counterspell. Was haben wir noch? Gut, die ganzen Talismane nehme ich jetzt nicht. Dann haben wir die blaue Variante von dem Land. Traxa oder Truster, sorry. Inevitable Betrayal, Goblin, Engineer, Solitude. Scalding Tarn ist natürlich nice. Suspend Full Art Foil ist nice. Force of Vigor. Murktide Regent. Das sind die most exciting Karten. Schauen wir mal, ob hier noch was ist. Garth One-Eye. Noch irgendwas. Die ist auch nice. Profane Tutor. Und was haben wir noch? Piu ist witzig einfach als Karte. Okay, die Hada. So, was haben wir noch? Die Hada Nummer 2, Persist. Okay, der ist mega geil. Ist auch einiges wert. Dorothy Voidwalker ist auch nice. Und schauen wir, ob noch was kommt. Force of Negation, immer noch die teuerste Karte in den ganzen Packs. Und das war's. Das sind so die wirklich richtig exciting Karten. Was haben wir alles? Wir haben, jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren hier und schauen, dass ich die Karten nicht kaputt mache. Und dann mache ich gleich nochmal ein Wrap-up von den ganzen nicen Pools. So. So. Schauen wir mal, das sind die Länder. Okay, also Länder haben wir bekommen. Wir haben insgesamt leider nur drei Fetches. Nur drei Fetches. Einmal natürlich mega geil hier Foil Edged Arithmesa. Ist halt einfach, schaut nice aus. Dann haben wir ein Full Art Scalding Tarn. Und dann haben wir ein Marsh Flats Full Art. Und dann haben wir hier einmal die blaue Variante der Karte und einmal die weiße Enchantment und Utility Land. Ja, ich muss sagen, die Hall of Heliod's Generosity ist nice, vor allem weil sie halt auch nochmal hier Edged Foil ist. Was haben wir noch für Karten? Von den nicen Karten. Wir haben noch einen Counterspell hier, Full Art. Das ist halt einfach nice. Das ist einfach Staple. Dann haben wir hier Truster, Tempest Thrall, Full Art. Wir haben Sterling Grove. Wir haben einen Goblin Engineer, Foil Edged. Ich liebe diese Karte. Goblin ist einfach der Shit. Dann haben wir Inevitable Betrayal, Bribery mit Suspend und dem geilsten Artwork. Dann haben wir einen Profane Tutor als ja, Foil Retro und der kommt dann gleich nochmal in Full Art, glaube ich. Dann haben wir hier noch einen Persist Foil Edged. Auch geil. Dann haben wir noch einen Dehada und noch eine Dehada, einmal Full Art, einmal Sketch Foil. Dann haben wir einen Pyro The Volatile, einen Elder Dragon in Old Border Foil. Hier ist ja der Profane Tutor als Full Art nochmal.
Zuthis Harvest Sand, Enchantment, Theme. Geile Karte in dem Deck. Murktide Regent. Force of Vigor, auch nice, ins Foil Edged. Suspend. Und hier, wie gesagt, die OP-ste Karte ever. Force of Negation. Free Counterspell. Heißt nicht umsonst Force. Dann haben wir den Garth One-Eye, Foil Edged. Auch mega witzig in Commander. Dann haben wir den Dorothy Voidwalker. Und dann haben wir Ragavan Nimble Pilferer, was einfach eine mega witzige Karte ist. Einfach ein fucking Affe. Fucking Monkey Pirate. Und als letzte Karte Solitude Full Art Foil. Also Swords to Plowshares on a Stick, sozusagen. Ja, das war's. Ja, gebt mir gerne Bescheid, wie es euch getaugt hat, ob ich sowas häufiger machen soll oder nicht. Keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das so ist, selber so ein Review oder so ein Unboxing zu machen. Von dem her, gebt mir gerne Bescheid, ob das nice ist, ob das scheiße ist. Ich freue mich immer über Feedback. Und ansonsten, falls ihr auch gerade irgendwelche Packs aufmacht, viel Erfolg, viel Glück auch. Weil es ist halt einfach wie ein Glücksspiel, mehr oder weniger. Das heißt, ja, viel Glück beim Öffnen. Hoffentlich zieht ihr die nicesten Karten. Und ansonsten, ja, haut rein. Servus.